الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag, Allah subhanahu wa ta'ala, dem Gott der Menschheit. Alles Lob gebührt dem Herrn, meine Geschwister, der uns hören lässt. Alles Lob gebührt dem Herrn, der uns sehen lässt. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn, der es erlaubt hat, dass wir heute hier sind. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, der mich stehen lässt und gehen lässt und der mir die Gesundheit schenkt und der mir hilft zu leben. Alles Lob gebührt Allah ta'ala dafür, dass ich ihn loben darf. Wir danken Allah ta'ala für alle seine Gaben. Doch danken wir Allah subhanahu wa ta'ala viel mehr dafür, dass wir ihn danken dürfen. Denn liebe Geschwister, es gibt ein Wort. Ein einziges Wort, wo ich mir selber denke, wenn wir dieses Wort verinnerlichen würden, dieses Wort ein Schlüssel für alle unsere Angelegenheiten ist. Egal welche Angelegenheiten ein Muslim hat, egal welche Angelegenheit du kennst, egal welches Problem wir besitzen in unserer Umma, Brüdern und Schwestern, alle unsere Schwächen beseitigen sich durch einem Wort. Dieses Wort ist Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dankbar zu sein zu Allah. Denn durch Dankbarkeit kommt Zufriedenheit. Durch Zufriedenheit kommt Gottesfurcht. Durch Gottesfurcht kommen Taten, die wir nie gesehen haben. Dankbar zu sein. Glaub mir, mein Bruder und meine Schwester, dankbar gegenüber dem Herrn der Welt zu sein, ist das Schönste, was du besitzen kannst. Zu erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat. Zu erkennen, dass alle deine Gaben, die du besitzt, alle die Gaben, die Allah dir gegeben hat, jede Ni'ama, die wir haben, selbst nur von Allah ta'ala kommt. Und dass wir nicht der Grund waren, dass wir diese Gaben besitzen. Ich frage mich und euch selbst, liebe Geschwister, jeder fragt sich selber, wann haben wir Allah Ta'ala gedankt dafür, dass wir hören, sehen, gehen und stehen können? Wann hast du Allah Ta'ala gedankt, dass du gesund bist? Wann hast du Allah Subhanahu wa Ta'ala gedankt, dass du im vollen Verstand bist? Wann haben wir uns niedergeworfen, bevor wir wieder verlangt haben, dass wir erstmal gesagt haben, danke Allah, dass ich sehen kann, danke Allah, dass ich hören kann und weil du mir diese Gaben gegeben hast, werde ich dir was zurückgeben. Danke, mein Herr. Vielmehr danke Allah Ta'ala, dass ich dich danken darf, weil ich dich erkannt habe. Jeder fragt sich selber. Und die Antwort liegt bei uns Einzelnen. Keiner muss antworten. Die Antwort liegt bei mir und bei dir. Bei jedem Einzelnen von uns. Jeder kennt die Antwort in sich, wann er das letzte Mal gemacht hat. Diese Frage muss man sich ständig stellen. Denn Dankbarkeit gegenüber dem Herrn ist das Beste, Achi. Ist das Wichtigste. Wisst ihr warum, liebe Geschwister? Weil keiner von uns fehlerfrei ist. Subhanallah, in den Jahren, wo ich im Islam bin und in den Jahren meines Lebens, habe ich noch nie einen Menschen gesehen, der fehlerfrei ist. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der ohne Fehler ist, dass der keine Fehler hat. So müssen wir jetzt sagen, wenn wir alle Fehler besitzen, müssen wir erstmal runterkommen. Alle, die auf einem Thron sitzen, müssen wir erstmal runterkommen und sagen, wir haben alle Fehler. Jeder Einzelne von uns besitzt einen Fehler oder macht einen Fehler. So müssen wir lernen, wegzuschauen von Fehlern und müssen wir lernen, damit umzugehen. Diese Fehler, die wir besitzen. Denn es gibt nicht unter uns einen, der fehlerfrei ist. Es gibt keinen unter uns, der fehlerfrei ist. Diese Fehler werden immer kommen. Doch ist es wichtig für uns zu verstehen, wie man mit diesen Sachen umgeht, wenn man die Fehler bei einem Muslim sieht. Wenn man sieht, dass die Muslime nicht zusammenkommen, wenn man sieht, dass die Jugend von der Moschee wegläuft, wenn man sieht, dass die Schwestern den Hijab ablegen, wenn man sieht, dass die Muslime schwach werden, wenn die uns immer Wunden hinzufügen und wenn wir nicht zustande sind, diese Wunde zu schließen, wenn man diese ganzen Sachen sieht, wie wir zu reagieren haben. Nicht, dass wir immer Probleme erwähnen.
Dass wir sagen, das ist unser Problem und das ist unser Problem und das ist unser Problem, aber keiner hat sich hingesetzt und hat gesagt, Subhanallah, zu den ganzen Problemen, was haben wir für eine Lösung? Wo ist die Lösung zu den Problemen, die wir ständig erwähnen? Meine Brüder und Schwestern im Glauben. Wo ist die Lösung zu dem Problem Nationalismus unter den Muslimen? Eine Sache, die normalerweise abscheulich ist, dass die herrscht unter den Muslimen. Subhanallah, als ich vor circa 7 Jahren zum Islam gekommen bin, habe ich gelernt, dass wir uns vereinen alle unter eine Sache, unter einen Satz oder zwei Sätze, nämlich La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, und dass das alles uns verbindet. Doch in den 7 Jahren habe ich andere Sachen gesehen. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Ich mir denke, Subhanallah, wegen einer Nation? Etwas, was kein Mensch sich aussuchen dürfte? Wegen Grenzen, die wir gesetzt haben, die Menschen selbst? Welcher Unterschied besteht denn zwischen mir und die andere Nation? Der Unterschied besteht selbst nur, liebe Geschwister, in der Gottesfurcht gegenüber dem Herrn der Welten. Doch kommen wir zurück auf die Dankbarkeit des Herrn. Und ich werde euch beweisen, dass die Muslime undankbar sind. Leider. Ich spreche nicht für alle, weil man kann nicht auf alle sprechen, doch wir sprechen allgemein. Und jeder soll versuchen, sich zu ermahnen zu lassen. Denn Ermahnung, ach, wir müssen uns gegenseitig ermahnen. فَذَكِرْ إِنَّ فَعَتُ ذِكْرًا. Und ermahne dort, wo die Ermahnung nutzt. Ermahnen lässt sich derjenige, der fürchtet. Derjenige, der die Gottesfurcht in sich hat. Der wird sich ermahnen lassen und der wird sich hinsetzen. Ich habe mal einen bosnischen Daya gehört, der gesagt hat, mein Bruder, ist wichtiger für dich, vielleicht dich hinzusetzen und über deine Sünden nachzudenken und über deine Fehler nachzudenken, anstatt dass du vielleicht 2 Rekka Nafile betest. 2 Rekka freiwillige Rekka zu Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht, manchmal ist es besser, dass man sich hinsetzt und fragt. Sich selber fragt und sagt, was habe ich alles gemacht? In der Ungehorsamkeit gegenüber dem Herrn der Welten. Denn, meine Brüder, es spielt keine Rolle, ob die Sünden groß oder klein sind. Manche Gelehrten sagen, die größte Sünde ist Schirk und Kufur. Alles andere ist gleich. Andere Gelehrten unterteilen die Sünden. Aber ich sage dir, was andere Gelehrten gesagt haben. Die haben gesagt, es spielt keine Rolle, ob die Sünde groß oder klein ist. Es spielt eine Rolle in diesem Moment, dass du darüber nachdenkst, gegen wem du dich anlehnst. In diesem Moment, wenn du sündigst. Und meine Schwester, in dem Moment, wo du Hijab ausziehst, sollst du denken, wer sieht dich ohne Hijab? Bevor du darüber nachdenkst, die Menschen, die dich sehen. Mein Bruder, bevor du dich wagst, in die Disco zu gehen, denk darüber nach, wer schaut gerade zu, wenn du in die Disco reingehst, bevor du darüber nachdenkst, wem du dort treffen wirst. Spielt keine Rolle, ob die Sünde groß oder klein ist. Es spielt eine Rolle, gegen wie man sich anlehnt, ob man das erkannt hat, dass man in diesem Moment gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass man sich in diesem Moment gegen Allah ta'ala wendet. Wem Allah subhanahu wa ta'ala, der alle die Gaben, die wir haben, uns gegeben hat. Manchmal denke ich mir, dass Allah subhanahu wa ta'ala über uns Krankheit und Kummer schicken muss, damit wir verstehen, dass wir dankbar sind, wenigstens für diese Gaben und durch diese Dankbarkeit, dass wir gehorsam werden. Ich habe gestern den Bruder in Hannover erzählt und ich erzähle euch das auch. Ich habe einen Menschen gesehen, Achi, Subhanallah, in diesem Moment habe ich mich geschämt und in diesem Moment habe ich gemerkt, dass ich undankbar zu Allah bin. Ich habe einen Menschen gesehen, der hatte mein Alter gehabt, doch besaß er keine Füße und keine Hände. Er wurde getragen wie ein Baby. Kannst du dir das vorstellen, Bruder? Du wirst getragen wie ein Baby. Er konnte nichts machen alleine. Nichts konnte er machen alleine. Nicht mal die einfachste Sache. Das Verlangen nicht schwer. Das Erreichen nicht schwer. Während du einen Knopf bedienst und das für dich einfach ist, ist es für diesen Mensch schwer, denn er hat nicht die Macht dazu. Doch dieser Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala, und du hast das gemerkt, er hat gesagt, er ist zufrieden mit seinem Leben und er ist glücklich, so wie der ist. Doch die Muslime besitzen Hände und besitzen Füße und haben alle Gesundheit, die ganze Gesundheit haben sie mit sich, tragen mit sich. Und anstatt sie gegenüber, dass sie diese Sachen Allah ta'ala zurückgeben, was machen sie? Sie wenden sich gegen Allah subhanahu wa ta'ala.
Das Ganze, was Gute Allah ihnen gegeben hat, anstatt dass sie ihre Füße benutzen, dass sie zur Moschee kommen, dass sie zum Ders kommen, dass sie zur Ermahnung kommen, benutzen sie ihre Füße Richtung Diskothek und Bordell und Freundin und alles Schlechte. Anstatt dass sie ihre Hände benutzen dafür, dass der Islam vorankommt, dass die Wahrheit vorankommt. Denn wir besitzen die Wahrheit. Doch ich denke mir, uns ist es nicht wahr oder uns ist es nicht klar, dass wir die Wahrheit besitzen. Wir sagen, dass Islam die Wahrheit ist. Doch ist es die Frage, ob wir das auch in unsere Herzen tragen, dass Islam die Wahrheit ist. Und dass ich es überall mittragen kann, egal wo ich bin, ist Islam die Wahrheit. Und ich schäme mich nirgendwo. Egal wer vor mir steht, hat Islam Vorrang. Es ist eine bittere Wahrheit, dass man weiß, dass Muslime sich schämen wegen ihrer Religion. Dass Schwestern sich schämen wegen dem Islam, wegen den Gesetzen in dieser Religion. Es ist eine bittere Wahrheit. Und jeder Einzelne von euch weiß, dass das so ist. Bei Allah, ich habe es auf meinen eigenen Leib erlebt, wie du gehst zum Muslim in den Geschäften, du gibst ihm Salam, du sagst Assalamu alaikum und er sagt dir Merhaba oder der sagt dir Hallo, weil er Angst hat, dass man erkennt, dass er Muslim ist. Hast du Angst, dass man sieht, dass du Muslim bist? Soll ich dir mal was sagen? Homosexuelle haben keine Angst. Sie zeigen sich auf der Straße, a'udhu billah. Rechtsradikale haben keine Angst. Heavy-Metal-Typen, Satanisten, all diejenigen haben keine Angst. Sie zeigen ihre Ideologie, zeigen sie innerlich und äußerlich. Sie vertreten es mit Überzeugung. Ich habe selbst zugehört, wie Satanisten mit Überzeugung gesagt haben, dass sie Satan folgen und den verkörpern und alles tun, was er will. Subhanallah, ist das wahr? Und dann siehst du, den Muslim schämt sich und versteckt sich. Warum versteckst du dich? Warum schämst du dich? Das ist Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir die Wahrheit, Al-Huda, die Rechtsleitung dir gegeben hat. Dieses Geschenk, ein gewaltiges Geschenk, innere Ruhe. Die Menschen sind durstig danach. Die Menschen suchen danach. Glaub es mir, auch wenn manches ablehnt, die Menschen suchen danach. Du siehst das doch, wir sind doch Zeuge für uns selbst, wie viele Menschen zum Islam konvertieren, wie viele Leute, eben, subhanallah, eben, bevor wir diesen Vortrag gemacht haben, eine Stunde vielleicht davor oder 20 Minuten, hat eine Person aus Belgien den Islam angenommen. Ich dürfte Zeuge in der Sache sein, ich habe es nicht geglaubt. Seht ihr, wie schnell das geht? Die Leute nehmen, die Leute wollen dahin, doch die Leute, die dahin wollen und die Leute, die da sind, die wollen zurück. Die einen wollen rein, die anderen wollen raus. Von dieser Wahrheit, von dieser schönen Religion, gegenüber mit so einem großartigen und so einem mächtigen Herr, Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage euch was, meine Geschwister im Glauben. Nicht nur, dass wir uns schämen, wir glauben auch nicht richtig an die Macht und Kraft Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er zu allem die Macht hat. Wir glauben, weil wenn du zu den Leuten sagst, wir sind der Schlüssel zu der Wahrheit und wir sind der Schlüssel zur Veränderung einer Gesellschaft. Wir können es schaffen, hier in Braunschweig, die Brüder können es schaffen, die Gesellschaft in Braunschweig zu ändern. Ihr könnt es schaffen, die Jugend in die Moschee zu kriegen. Ihr könnt es schaffen, dass die Frauen sich bedecken und die Brüder Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und ihre Religion praktizieren. Ihr könnt schaffen, dass Diskothek schließen, Achi, und Bordells und alle schlechten Häuser, die es gibt, dass sie alle zugehen und nur gute Häuser aufmachen. Es ist machbar. Wer es nicht glaubt, er glaubt nicht an la hawla wa la quwwata illa billah. Wer nicht daran glaubt, er glaubt nicht, dass keine Kraft und keine Macht ist, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn ich rede von Allah. Ich rede nicht von irgendeinem Geschöpf. Ich rede von dem Herrn der Welten, von dem Schöpfer, der zu allem die Macht hat. Er besitzt zu allem die Macht. Die Schwäche der Menschen siehst du. Die Schwäche der Menschen siehst du. Wie schwach wir sind, siehst du, Achi. Braucht Allah subhanahu wa ta'ala nur ein Erdbeben über uns zu schicken. Eine Sache. Und du siehst, wie die Menschen fallen, wie Blätter fallen von den Bäumen, so fällt der Mensch. Schwach, machtlos gegenüber dem Herrn der Welten. Und wir dürfen Diener sein, dieses Herrn. Wir dürfen diesem Herrn dienen. Doch unser Herz funktioniert nicht.
Unser Herz läuft nicht mit. Wir sehen, achi, die Muslime im Dreck und wir fühlen in unseren Herzen gar nichts. Wir sehen, die Schwestern ziehen Hijab aus und mein Herz fühlt nicht mit. Wir sehen, die Muslime fühlen die Diskotheken und nicht die Häuser Allahs und mein Herz bleibt ruhig. Ich sehe, die Leute gehen Richtung in die Hölle und ich ändere mich nicht. In mein Herz gibt es keine Veränderung. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist kein Mitgefühl. Das ist keine Liebe gegenüber den anderen, unseren muslimischen Brüdern und Schwestern. Deswegen, meine Geschwister im Glauben, machen wir solche Tage. Deswegen nennen wir sie, wir vermissen dich. Weil wir sind alle ein Teil einer Familie. Und ich bin froh, so eine Familie zu haben. Bei Allah. Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil ihr seid die Einzigen, zu denen ich kommen kann und sagen kann, Assalamu alaikum. Ihr seid die Einzigen, mit denen ich über Allah subhanahu wa ta'ala reden kann, so mit Freude, dass man ihren Iman stärkt dabei. Ihr seid die Einzigen, ihr seid die meine Familie, zu dem ich zugehöre und die dasselbe mit mir teilen, dieselbe Gedanken haben. Wir haben dieselben Denkweisen, Brüder und Schwestern. Und ich schätze diese Familie und ich will diese Familie nicht verlieren. Und ich werde auch nicht zulassen, dass der Shaitan du und seine Familienmitglieder wegnimmt. Und ich werde mich dagegen setzen. Mit Kraft, Achi. Mit allem, was ich an Kraft geben kann. Für meine Familie. Denn der Mu'min ist es den anderen Mu'min ein stützendes Teil. Gemeinsam sind wir ein Gebäude. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Gebäude stürzt, weil wir dieses Wort nicht halten können. Und du kennst das Wort von Shaitan. Und er hat gesagt, وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرُهُمْ شَاكِرُونَ. Du wirst nicht viele von denen finden, die dankbar sind zu dir. Wir dürfen dieses Versprechen nicht nachgehen. Wir müssen Dankbarkeit zeigen. Schätzt eure Familie, Achi, die Umma des Islams. Schätzt das sehr. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Sache schätzen. Weil es gibt Brüder und Schwestern, die haben keinen anderen außer euch. Die haben keinen anderen außer euch. Die gehen zu ihren Häusern, zu ihren Müttern und Vätern und sie können die nicht mit Salam grüßen. Sie sitzen mit ihrem Vater und sie können nicht über Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam reden, sodass der Iman stärker wird. Ich rede nicht von Dauer machen. Wenn Eid, viele von euch haben Salat al-Eid gemacht und Yom al-Eid und dann sind die zu ihren Familien gegangen und mit ihren Familien gefeiert und die haben ihre Familien alles Gute zum Eid gewünscht. Wir Brüder, die zum Islam konvertiert haben, wir kennen das nicht, wie das ist. Wir kennen nicht, wie das ist. Bei Allah. Es ist, glaubt mir, für euch ist das ein schöner Tag, für uns manchmal ein bisschen traurig. Weil alle, nach dem Gebet geht jeder nach Hause. Nach dem Khutbah von dem Imam, jeder geht zu seinen Familien. Die konvertierten Brüder bleiben stehen. Denn ihr seid unsere Familie. Und deswegen vermissen wir diese Familie. Und wir möchten, dass keiner ausbleibt. Wir möchten, dass jeder dazugehört. Und wir geben jedem die Chance. Ich reiche jedem die Hand und sage, komm zurück. Wisst ihr warum? Weil jeder von uns vielleicht mal im Dreck gesteckt hat. Jeder von uns mal in Dunkelheit gelaufen ist. Oder ist jemand von uns so geboren. Direkt, praktizierend, wissend. Bruder, wir haben auch dazugelernt. Wir haben auch dazugelernt. Keiner von uns hat alles gekönnt am Anfang. Man hat uns beigebracht. Man hat uns Geduld gezeigt, wenn wir das nicht konnten. Man hat uns Geduld gezeigt, wenn wir nicht direkt zugehört haben. Wenn wir es falsch gemacht haben, hat man Geduld mit uns gehabt. Und wir lernten dazu. Und änderten uns mit der Zeit. So schenke diesen Leuten auch Zeit. Siehst du, Brüder, du fährst vielleicht vom Fajr nach Hause und dann siehst du ein Auto von Muslimen, die kommen von der Diskothek in derselben Zeit. Und dann hörst du einen Bruder sagen, guck mal, Astaghfir, was die Brüder machen. Was das für Juhal sie sind. Guck mal, wie unwissend sie sind. Warum so, Achi? Warum so? Warum so hart? Warum haust du mit einem Eisenhammer auf sie? Sei okay, Achi, und mach Dua für deine Bruder, dass Allah sie recht leitet, weil vielleicht irgendwann warst du auch auf denselben Weg. Und du kamst von denselben Häusern, um dieselbe Zeit. Während andere in der Zeit, Achi, gebetet haben. Gib ihnen Zeit. Lass ihn sich ändern. Lass ihn erstmal zurückfinden. Lass ihn erstmal schmecken. Lass ihn erstmal erkennen, Achi. Erkenntnis gegenüber einer Sache, das dauert. Das geschieht durch das Herz. Das geschieht nicht nur, wenn einer dir das zutext, es muss durch das Herz kommen, dass jemand Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Das ist sehr wichtig, dass wir diese Sache verstehen.
Und dass wir den Leuten, dass wir unsere Hände aufmachen für die Muslime, auch für die, die schwach sind, dass wir unsere Hände da halten. Brüder, jeder Einzelne von euch ist wie so ein Krankenwagen. Wie so ein Krankenwagen. Wenn ihr das auf der Straße mitbekommt, wie Krankenwagen durch die Straße fahren, schnell, weil ein Notfall ist, jemand stirbt. So ist das mit unserer Familie. Während die, wenn wir hier sind und die sind da draußen, sie sind vielleicht am Leiden. Wir müssen rausgehen mit den Gefühlen, sie zu retten. Wir müssen rausgehen mit den Gefühlen, sie zurückzuholen. Mit einer Trage. Diese Trage heißt Islam, ach, und die darauf sitzen und dann zur Moschee bringen, zum Krankenhaus. Und in diese Imanspritze geben, dass sie sich wieder gut fühlen. So müssen wir denken nachher. Doch wisst ihr, wie wir denken? Wir sind so undankbar und denken, jeder denkt an sein eigenes. Doch das Denken des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Denken des Sahaba war nicht ich. Ich will, ich mache, für mich, ich. Das Denken des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war wir. Wo ist das Wort wir geblieben? Warum denkt jeder für sich und denkt nicht für uns? Für uns alle gemeinsam. Denn nur gemeinsam, Brüder, nur gemeinsam erreichen wir das Ziel. Glaubt mir, Gemeinsamkeit. Als ich gereist bin und ich habe meine Jama'a verlassen und ich bin zu anderen Ländern gegangen, aus welchen Gründen auch immer, habe ich gemerkt, wie wichtig meine Jama'a ist. Subhanallah. Ich habe es nie geglaubt, dass das so sein wird. Ich habe ein Video im Internet gesehen von der Jama'a, wie sie Fußball gespielt haben. Nicht ein Ders. Und mir kamen die Tränen, weil mir ein Jama'a, die haben mir gefehlt, Brüder und Schwestern, die mir nahestanden. Doch wir schätzen das nicht, was wir besitzen. Und das ist der schlimmste Punkt, dass wir nicht schätzen, was wir besitzen. Dadurch geschieht Undankbarkeit. Jedes Mal, wenn wir durch die Straße gehen, Bruder, willst du sehen, wie wichtig das Sehen ist? Und Allah danken, dass du sehen kannst. Wenn du nächstes Mal auf dem Weg zur Moschee bist, mache bitte für 10 Sekunden deine Augen zu. Dabei gehst du aber, gehend. Machst du deine Augen zu, dann machst du wieder deine Augen auf. Und du wirst die Ni'ma von Allah Ta'ala merken. Du wirst diese Gabe sehen, die Allah dir gegeben hat. Probier es aus, glaub mir. Probier es aus. Als ein Bruder mir das mitgegeben hat, der hat zu mir gesagt, willst du sehen, welche Gabe Gott dir gegeben hat? Ich habe gesagt, welche? Der hat zu mir gesagt, mach Augen zu. Und wir waren am Gehen. Und ich habe meine Augen zugemacht, dann wieder auf und ich habe gesagt, Subhanallah. Subhanallah, habe ich mir gedacht. Dass ich sehen darf, ist wirklich eine Gabe. Dass wir hier sitzen dürfen, alle können zuhören, ist eine Gabe. Dass wir gesund hier sind, ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Als die Sahaba den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gefragt haben, was ist die kleinste aller Gaben? Der Prophet hat nur so gemacht. Ein Atemzug. Ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Atmen selbst. So viele Gaben, achi. Und wir könnten jetzt eine nach der anderen zählen. Eine nach der anderen. Doch die Frage ist, wie finde ich zu Dankbarkeit? Willst du wissen, wie du findest zu Dankbarkeit? Gedenke den Tod. Gedenke dein Sterben. Gedenke dein Grab. Gedenke das, was dich erwartet. Und du wirst sehen, wie schnell du dankbar bist. Als ich sah, wie ein 5-jähriges Mädchen gestorben ist, an einer Mandel-OP, einfache Sache, achi. Die Ärzte sehen das als normal, Alltagssache, dass man Mandel operiert. Und sie starb nach der OP und die Eltern waren traurig. Und mich hat das mitgenommen. Nicht, weil Allah Ta'ala das Leben genommen hat. Wir müssen lernen zu akzeptieren, wann Allah das Leben nimmt und wann nicht. Wir müssen das verstehen. Doch ich habe mir gedacht, Subhanallah, Allah Ta'ala kann auch das für meine Tochter bestimmen. In diesem Moment habe ich gesagt, Subhanallah, Allah, danke für meine Kinder. Ich danke dich dafür, dass meine Kinder gesund sind. Und ich werde akzeptieren, und ich werde versuchen zu akzeptieren, weil ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich werde versuchen zu akzeptieren, wenn es heißt Abschied nehmen, wenn es heißt loslassen. Ich will es einem glauben, es gab mal eine Frau, sie flog mit dem Flugzeug, ja, und mit anderen Passagieren, tausende Füße oder Meter, wie man das sagt, über dem Himmel, ganz, ganz hoch. Und das Flugzeug explodierte. Und alle starben in diesem Flugzeug, außer eine Frau, die war 20 Jahre alt, das waren 70er Jahre. Alle starben außer sie. Irgendwie fiel sie mit den Wracken des Flugzeugs nach unten auf den Berg, wo Schnee war, und überlebte. Und sie hat überlebt. Wisst ihr, was sie gesagt haben, was diese Frau gemacht hat? Sie haben gesagt, sie hat den Tod betrogen. Sie konnte den Tod betrügen, indem sie überlebt hat.
Das ist falsches Denken, Achi. Das geschieht, Achi, weil Allah subhanahu wa ta'ala nur durch seine Erlaubnis jemand stirbt und durch seine Erlaubnis jemand am Leben bleibt. Nur wenn Allah ta'ala es möchte, dass jemand stirbt, wird er dieses Leben verlassen. Und wenn Allah ta'ala es will, mit seiner Erlaubnis, wird er bleiben. Und damit muss man sich zufrieden geben können. Dass man diese Sache erkennt. Und dann weißt du, oh, wenn dein Kind stirbt und wenn deine Mutter stirbt und wenn deine Frau stirbt, wenn dein Bruder stirbt, wenn deine Nachstehende von dir gehen werden, wenn dein Imam stirbt und wenn dein Lehrer stirbt und jeder, der dir nachstand, jeder, der dann stirbt, wirst du sagen, es ist das Willen von Allah. Es ist der Willen von Allah und ich akzeptiere es. Und wenn du das gelernt hast, mein Bruder und Schwester, zu akzeptieren, wenn Allah dir das Leben nimmt, wenn du damit umgehen kannst, wenn du das gedenkst, den Tod, das Sterben, wirst du merken, wie deine Dankbarkeit sich ändern gegenüber dem Herrn der Welten. Gegenüber dem Herrn der Welten. Allah subhanahu wa ta'ala, wie oft wir wieder noch erwähnen seinen Namen und wie wenig denken wir darüber nach. Wie oft erwähnen wir diesen Herrn in unsere Gebete. Wir beten zu Allah. Wir verlangen von Allah. Doch wir verlangen, achi, nicht mit Aufrichtigkeit. Nicht mit Überzeugung. Wir verlangen, wir sagen, ihdina as-sirata al-mustaqim. Wir sagen, oh Allah, gib mir den geraden, du verlangst geraden Weg. Einen geraden Weg. In einem von den Kommentatoren oder von der Erklärung zu diesem geraden Weg wird Omar radiallahu anhu gefragt und sagt, was ist für dich der gerade Weg? Was verstehst du unter Sirat al-Mustaqim? Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ich sehe so. Ein Pfad, ein schmaler Pfad. Und ich habe ein leichtes Umhang, ein leichtes Gewand, so was schnell reißt. Und ich nehme es um mich und ich versuche, diesem Pfad zu gehen. Rechts und links sind Dornen. Und ich versuche, von diesen Dornen wegzubleiben, sodass ich nicht hängen bleibe. Und versuche, immer diese Sachen auszuweichen und diesen Weg zu gehen. Bei uns ist der Weg so. Für manche ist er so. Und wir haben links und rechts Dornen und wir gehen in die Dornen rein. Aus den Dornen raus, wieder hinein und wieder raus. Obwohl gleichzeitig wir verlangen von Allah fünfmal am Tag den geraden Weg. Obwohl der Muslim gleichzeitig von Allah Ta'ala verlangt, ist er nicht ehrlich in seinem Verlangen. Ist er nicht ehrlich? Wie kannst du geraden Weg verlangen und nicht versuchen, den geraden Weg zu folgen? Aber das ist der Muslim heutzutage leider. Doch wir müssen versuchen, die Sachen zu ändern. Wir müssen versuchen, die Lage, die wir besitzen, den Zustand, den wir erreicht haben, irgendwie zu wechseln. So dass wir anderes Denken haben. Und auch wenn wir nur wenige sind, nur wenn wir von den wenigen, weil Muslime gibt es viele in Deutschland, Millionen von Muslimen, doch wir müssen versuchen, jetzt wir zu denken, was können wir machen? Erstmal für uns. Wir ändern uns. Ich ändere mich. Ich starte mich selber, setze mich hin und sage, was habe ich bis jetzt falsch gemacht? Das werde ich ändern. War ich schlecht zu meinen Brüdern, dann werde ich das ändern. Habe ich die Muslime vernachlässigt, dann werde ich das ändern. Und ich werde das und das und das ändern. Und wenn wir das alles geändert haben und wir uns selber gezähmt haben in der Sache, dann werden wir nach außen gehen und sagen, jetzt werden wir die anderen ändern. Und jetzt werden wir es erreichen. Wir werden keinen Halt machen. Wir werden weiter geradeaus hingehen. Egal welche Hindernisse sie uns im Weg stellen, wir gehen dann durch. Erstmal, weil wir uns haben, weil wir uns haben, liebe Geschwister. Weil wir eine Gemeinschaft sind, eine Jama'a. Und weil wir Allah subhanahu wa ta'ala haben. Weil wir haben Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir müssen nur zu ihm beten und von ihm verlangen. Aber wir müssen aufrichtig in unsere Bittgebete sein. Nicht, dass du etwas verlangst, wonach wir nicht glauben. Du verlangst etwas, aber du glaubst sowieso nicht daran, dass es so kommen kann. Verlang es. Allah kann ändern. Achi, bei uns in der Stadt, in München, glaube ich, vor 5, 6 Jahren, fandest du gar nichts, was mit Islam zu tun hat. Keine Jugendlichen, keine Aktivitäten, nichts. Alhamdulillah, es gab damals Brüder, die sich diese Gedanken gemacht haben. Und sie haben gesagt, wir müssen die Lage ändern. Und sich änderten und die Lage änderten. Und jetzt, Alhamdulillah, wenn du dahin gehst, siehst du so viele Muslime und so viele Aktivitäten und du weißt nicht, wo du teilnehmen sollst. Aber das Problem ist, wisst ihr, was das Traurige dabei ist, dass diese Sache nachlässt. Der Muslim bekommt es, wie ein kleines Kind sind wir geworden. Wie kleine Kinder. Derjenige, der Kinder hatte, kennt das, diese Sache. Das Kind verlangt ein Spielzeug und du kaufst das Spielzeug, du gibst es und dann schmeißt es weg. Kann nichts mehr damit anfangen.
weil er es bekommen hat, will er es nicht mehr haben. So gibst du den Muslimen, du gibst ihn freitags Khutbat al-Jum'ah, was sowieso eine Pflicht ist, aber danach abends gibt es Ders und samstags gibt es das und sonntags gibt es das und es gibt die Islamschule und es gibt das und jenes und so viele Sachen, so viele Wege, die wir gehen können, um uns Hasanah zu holen und wir stehen nicht dahinter. Dann kommst du zum Vortrag, 5 Leute sind da, 10 Leute sind da, 10 Brüder, 10 Schwestern, 5 von den Schwestern hören zu, weil die gerade sich unterhalten mussten über das, was sie gekauft haben. 5 Brüder hören ganz genau zu. 5 andere sind am Träumen, sind Richtung Hawaii. Da muss man sich schämen. Das zeigt, was wir ernst genommen haben und was wir nicht ernst genommen haben. Dass wir das nicht schätzen. Aber ich sage euch was anderes. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt zu seinen Sahaba, ihr nehmt von den Gärten der Dunya. Ihr nehmt von den Gärten der Dunya, nehmt auch von den Gärten der Jannah. Sie sagen, wer sind diese? Er sagt, Runden der Amano. Das sind Gärten der Jannah. In andere Überlieferung fragt ein Sahabi, ja Rasulullah, welchen Zweck, welchen Nutzen habe ich von Runden der Ermahnung, während ich ermahnt werde? Er sagt ein Wort, Al-Jannah, das Paradies. Aber Ermahnen lässt derjenige, der fürchtet. Das ist das. Wir nehmen es nicht ernst. Und wir stehen nicht dahinter. Und ich sage das nicht, um jemanden zu tadeln oder bloß zu sehen. Ich sage es für mich selber, Bruder. Ich sage es für mich selber, Schwester. Damit weil durch solche Sachen ändert sich die Lage. Wenn wir die Sachen ernst nehmen, die da sind, die Angelegenheit, die Allah, die Möglichkeit, die Allah uns geschenkt hat, wenn wir sie ernst nehmen, wir nehmen sie nicht ernst, dann nimmt sie Allah uns wieder weg. Reist in andere Länder und ihr werdet sehen, was die Menschen geschafft haben, die Allah Ta'ala fürchten. Ihr wird sehen, was Menschen geschafft haben, die ihren Herrn fürchten. Und die wissen, wer Allah Ta'ala ist. Geh mal nach England, Bruder. Die haben uns über 50 Jahre überholt. 50 Jahre sind uns voraus, was Islam angeht. Geh mal nach Belgien, nach ist 2 Stunden, vielleicht von euch etwas länger, aber von unserer Stadt 2 Stunden entfernt. Die haben uns 30 Jahre, sind die uns voraus. 30 Jahre, Achi. Aber warum? Weil die ihre Sachen auch ernst nehmen. Weil die ihre Lage erkannt haben. Weil sie das, was sie haben, versuchen sie umzusetzen. Und sie ihren Herrn erkannt haben. Und die dankbar dafür sind, für das, was sie besitzen. Wir verlangen, und wenn wir kriegen, wir lassen es links liegen. Und es interessiert uns nicht mehr, dass diese Sache da ist. Und das ist traurig. Aber das ist eine bittere Wahrheit sowieso, dass der Mensch oder dass der Muslim nicht mehr erkennt oder nicht mehr den Nutzen von einer Sache sieht. Und wenn man denen etwas gibt, dass er das so lässt, als wäre diese Sache nichts. Wobei der Prophet uns auch rät, dass wir keine Tat unterschätzen. Nicht mal ein Lächeln zu einem Bruder. Nicht mal ein Lächeln. Er sagt, rette dich von der Hölle auch mit dem Lächeln einem Bruder. Und wenn du das nicht kannst, der sagt, rette dich von der Hölle mit den Spenden einer Dattel, halber Dattel, mit der Spende einer halber Dattel, das ist gar nichts, Achi. Gar nichts. Und der sagt, rette dich vor der Hölle mit dem Spenden einer halber Dattel. Und dann sagt er, wenn du das nicht kannst, mit einem Lächeln. Und ein Lächeln ist nicht schwer. Doch für den Muslim ist das schwer. Zu lächeln, in die Moschee zu kommen und zu lächeln ist schwer. Kannst den Bruder nicht mehr anlächeln. Ja. Muss reinkommen und grimmig gucken. Und suchen, Fehler. Wer hat so gemacht, wer hat dies gemacht? Und dann guckst du, ob der Bruder, hat er jetzt nach dem Gebet seine Hände gebunden oder hat er die fallen lassen? Soll ich dir was sagen? Wenn mein Vater beten würde, zu Allah subhanahu wa ta'ala, würde ich niemals darauf achten, wo der seine Hände tut nach dem Rukua. Ehrlich, egal welcher Meinung ich bin. Würde ich niemals darauf achten. Nur wenn er sich Richtung Kaaba wenden würde und er würde sagen, Allahu Akbar. Und er würde, ich glaube, ich würde ohnmächtig fallen, wenn ich das sehen würde. Ich würde niemals darauf achten, meine Gedanken zu kommen, wo tut er jetzt seine Hände? Und dann sehe ich das bei den Brüdern. Achten das bei den Brüdern. Allahumma barak. Was soll man dazu sagen? Und bei den Schwestern genauso. Kommt eine Schwester rein und jede Schwester achtet, wie hat sie ihren Hijab, hat sie Farbe schwarz, hat sie Niqab, hat sie das, hat sie Khimar. Sei mal froh, dass eine Schwester zur Moschee kommt und sie betet und sie versucht, sich zu bedecken. Wenn meine Mutter sich bedecken würde, ich würde sie niemals auf die Farbe ihrer Hijab ansprechen. Und wenn sie den Islam annehmen würde, hätte ich gar kein Problem damit. Wenn ich das nur sehen konnte, dass meine Mutter den Islam annimmt und sie macht Hijab. Ich wäre niemals in einen Gedanken mit der über Niqab oder über Hijab zu sprechen. Schon eine Krankheit bei uns. Eine Krankheit geworden.
dass wir uns ständig in diesen Themen befassen, das zeigt, dass wir undankbar sind. Dass wir uns nicht damit befassen, was wir uns befassen müssen. Halbe Umma brennt da draußen. Wenn nicht die halbe mehr, ich will nicht die Zahl wissen. Und wir befassen uns damit und fressen uns gegenseitig. Und dann verlangen wir, was? So willst du was erreichen? So wollen wir was nach vorne bringen? Niemals. Da bin ich der Erste, der weg ist und sagt, Masalama. Was soll ich? Ich werde mich doch nicht mit auffressen lassen. Das ist keine Änderung für uns. Das ist keine Änderung, meine Geschwister im Glauben. Deswegen befassen wir uns mit das, was wir uns befassen müssen. Und versuchen wir, die Lage zu ändern, indem wir uns selber ändern. Indem wir uns selber ändern. Als wir in einer anderen Moschee einen Vortrag gehalten haben und diese fast ähnliche Sachen erwähnt haben, hat ein Bruder gefragt, Bruder, was ist der Plan? Wie können wir das schaffen? Und ich sage das, was ein Sheikh selber zu mir gesagt hat. Änder dich selber, dann ändert sich deine Umgebung. Änder du dich, dann ändern sich die anderen. Fang bei dir an. Jeder fängt bei sich an. Denk jetzt nicht an einen anderen, Bruder. Schwester, denk nicht an eine andere Person. Denk an dich. Denk an dich. Was kann ich an mir ändern? Das ändere ich. Damit die anderen sich ändern. Und bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht, wer weiß. Wer weiß, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren werden wir dann auch andere Zustände haben. Nicht mehr als das wollte ich euch mitgeben, meine Geschwister im Glauben. Und das ist nur als Nasiha und als eine Ermahnung. Nicht als ein Wissensvortrag oder etwas, was mit Wissen zu tun hat. Und ich sage es nochmal, das habe ich gestern zu den Brüdern gesagt. Wissen ist viel tiefgründiger. Wissen lehren euch Leute, die das Wissen mit sich tragen. Was wir machen, ist nur ermahnen. Ich ermahne mein Ich selber und ermahne dann meine Geschwister im Glauben. Mehr ist da nicht. So kann auf die Gedanken kommen, ah, heute gab es einen guten Unterricht. Nein. فَذَّكِرْ إِنَّ فَعَتُوا ذِكْرًا. Und ermahne dort, wo die Ermahnung nutzt. Mehr ist da nicht drin. Um uns zu ändern. Vom Bruder zu Geschwister. Von einem einfachen Bruder zu meinen Geschwistern im Glauben. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und das Zuhören. Und von der Seite der Schwestern genauso, dass sie zugehört haben und aufmerksam waren. Und ich hoffe, dass wir uns des Öfters treffen. Ich würde euch gerne auch alle herzlich einladen bei uns in der Moschee, wenn wir mal eine Veranstaltung haben. Die ist zwar 400 Kilometer entfernt, aber ich gebe euch eine Sache mit. Der Prophet Sallam erzählt von einem Mann, der seinen Bruder besuchte. Der einen Bruder besuchte, nicht Blutsbruder, Bruder. Und ein Mann kam ihm entgegen und hat gesagt, wo gehst du hin, dieser Hadith sinngemäß. Und er sagt, wo gehst du hin? Er hat gesagt, ich gehe meinen Bruder besuchen. Dann hat er gesagt, aus welchem Grund? Schuldet ihr etwas? Musst du was geben, was nehmen? Er sagt, nein, fi sabilillah. Ich besuche meinen Bruder, fi sabilillah, nur für Allah, weil er mein Bruder ist. Und dann sagt dieser Mann, und ich bin ein Engel, ich bin der Engel Gottes und ich soll dir sagen, Allah liebt dich, weil du deinen Bruder besuchst, fi sabilillah. So versuch es auch. Wer die Macht hat, die Kraft, Auto besitzt das, versucht zu besuchen und ihr seid alle herzlich eingeladen. Sonst werden wir inshallah trotzdem an euch denken und gegenseitig Dua machen. Barakallahu fikum. Wenn ich was falsch gesagt habe, ist das nur von mir und von Shaitan. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, ist das nur von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam.